Die globale Erwärmung belastet unsere Städte besonders stark. Die versiegelten Flächen aus Stein und Beton heizen sich dann im Sommer auf, speichern die Wärme und kühlen nachts nicht mehr ab. Der Klimawandel wird zum Problem für das soziale und wirtschaftliche Leben. Wissenschaft, Politik, Bauwirtschaft, alle kennen das Problem und auch schon die Lösung. Wir müssen sehr viel Grün in die Städte bringen und zwar sehr schnell. Wo und wie so viel Grün in verdichtetem Stadtraum wachsen soll, dafür gibt es jedoch keine Antwort. Es braucht eine kluge Lösung, damit Pflanzen zukünftig einfach, schnell, aber vor allem auch großflächig auf versiegelten Flächen wachsen können. Wir haben diese entwickelt. Vertikales Grün als serielles Produktsystem. Wir arbeiten mit einjährigen, schnell wachsenden Kletterpflanzen. Diese wachsen in einer Leichtbaukonstruktion an textilen Netzen jeden Sommer über 7 Meter in die Höhe. Ein Modul umfasst 6 Netze und ist 10 Meter, also 3 Stockwerke hoch. Das von uns entwickelte Netz ist biologisch abbaubar, nachwachsend und ultraleicht. Im Windkanal von der Uni Luzern wurde es bei 170 km/h, also Orkanstärke, getestet und erfolgreich erprobt. OMCC denkt serielles Grün als Service. Die Module werden saisonal bewirtschaftet, Jahr für Jahr. Stadtgrün stellt extrem hohe Anforderungen und für die haben wir eine Lösung. Die Module sind flexibel und frei im öffentlichen Raum platzierbar. Das System ist skalierbar, modular und kann potenziell weltweit produziert werden. Das geerntete Grün ist eine zusätzliche Einnahmequelle. Und aus dieser Biomasse wird Aktivkohle hergestellt, die darüber hinaus CO2 bindet. Also Value statt Waste. Die Kombination aus skalierbaren Modulen und saisonaler Begrünung macht unser Produktsystem besonders kosteneffizient. Konstruktion, Produktion, Montage und Service setzen wir konsequent ökologisch und ökonomisch um. OMCC hat 3 wichtige Zielgruppen. Das sind zum einen Kommunen, die Plätze und Straßen begrünen müssen, um ihre Klimaziele einzuhalten und um die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen zu verbessern. Unternehmen müssen mit Gebäudebegrünung kommunale Bauauflagen erfüllen und ihre Nachhaltigkeitsziele einhalten. Und die Immobilienwirtschaft. Dort ist Green Building aktuell der größte Wachstumsmarkt und die Nachfrage nach klimaneutralen Immobilien steigt rasant. Wir finden die vertikale Begrünung interessant, weil es eine Antwort auf viele drängende Fragen im aktuellen modernen Städtebau ist. Begrünung ist in aller Munde, Fassaden werden begrünt, wir brauchen Verschattungen in den Städten und darauf ist das Projekt, wie wir finden, eine ideale Antwort. Ich bin Nicola Stadtmann und seit 20 Jahren im Bereich nachhaltige Produktentwicklung und Innovation für Kunden wie Adidas, BMW und Samsung tätig. Ich bin Carlotta Ludig, Produktdesignerin und bei OMCC für die Organisation des Partnernetzwerks und für die Finanzen zuständig. Das Produktsystem haben wir in 2 Anlagen mit insgesamt 650 Quadratmeter Fläche validiert. Nächstes Jahr werden wir das System als Reallabor gemeinsam mit der Stadt Frankfurt umsetzen. Konstruktion, Netze und Service werden für die Serienreife in 2024 vorbereitet. Was wir jetzt brauchen, ist Kapital für die Umsetzung der Serienreife und für die Vorbereitung des Markteintritts. Die Bekämpfung des Klimawandels ist die spannendste Aufgabe, die es gibt. Lasst uns gemeinsam die Städte der Zukunft grüner machen.